Raus aus München, rein ins Duisburger Stadtleben. Marielle Eckert ist 19, lebt seit einem Jahr in Duisburg, hat von der Stadt aber noch nicht viel gesehen. Zeit, das zu ändern. So, hallo. Ja, hallo. Ich hatte das Taxi angerufen. Ja, richtig. Die Zentrale sagte mir schon, sie möchten ein klein bisschen was von Duisburg gezeigt bekommen, ganz möchten genau. Aber eigentlich zum Shoppen in die Innenstadt. Ja, ganz genau. Ich fahre jetzt hier über Wedau und Neudorf dann in die Stadtmitte. Ist ein kleiner Schlenker, aber auf dem Weg kann ich Ihnen dann auch so ein bisschen was über Duisburg erzählen. Okay. Und kann Ihnen natürlich auch ein bisschen was zeigen. Okay, super, super. Ja. Dann freue ich mich. Und los geht's quer durch den Duisburger Süden. Sechsseenplatte, Regattabahn und Barbarasee. Was darf da natürlich nicht fehlen? Na klar, der Fußball. Hier rechts sehen Sie übrigens die MSV-Arena, von der ich gerade gesprochen habe. Okay. Ja, und der MSV Duisburg war Gründungsmitglied der Bundesliga und im Moment spielen wir in der dritten Klasse, aber die Tendenz geht nach oben. Doch genug vom Ballsport, schließlich sitzt hier eine Dame im Auto. Und die will natürlich eines shoppen. Über Wedau und Neudorf geht es so direkt zu Duisburgs Kultur- und Flaniermeile. Ich halte hier vorne gleich mal an, da können Sie rechts das Stadttheater sehen. Links runter ist die Einkaufsstraße, die Königstraße. Jetzt nehmen wir auf unserem Schlenker noch eben den Innenhafen mit. Dann zeige ich Ihnen mal, wo Sie hier im Bereich Stadtmitte abends rausgehen können. Was für ein Panorama. Da ist selbst die gebürtige Münchnerin überzeugt. Wirklich schier begeistert. Ja, das freut mich ja. Kann man schon sagen. Gefallen hat, ja. Doch auch die schönste Stadtrundfahrt hat einmal ein Ende. Letzte Station, das Duisburger Rathaus. So, hier haben wir also linker Hand das Rathaus und davor steht der Mercatorbrunnen, wie ich Ihnen ja schon sagte, ist hier in Duisburg sehr viel nach Mercator benannt worden. Ja. Und dieser Brunnen hier gehört auch mit dazu. Hier links runter geht's sofort in den Einkaufsbereich, in die Königstraße, können Sie gar nicht verfehlen. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Fahrt angekommen. Wunderbar. Dann bedanke ich mich und dann wünsche ich Ihnen noch einen sehr wunderschönen Tag. Danke. Hoffentlich finden Sie alles, was Sie kaufen wollen. Ich hoffe es doch. Schönen Tag Ihnen noch. Tschüss.